Einen guten Morgen aus Hemer. Ich habe mich gestern dazu entschlossen, hier auf so einen Wohnmobilstellplatz zu gehen, da der 2 Euro für 24 Stunden kostet und man so ein paar Annehmlichkeiten vor Ort hat. Das werde ich hier erstmal ausnutzen. Oder nutzen, nicht ausnutzen. Ausnutzen ist ein schäbiges Wort. Sobald ich jetzt gefrühstückt habe, werde ich mal hier in die Stadt gehen. Und da ja hier mal die Landesgartenschau stattgefunden hat und mir dann dort so das ein oder andere anzuschauen. Aber zuerst, wie ihr seht, wird noch gefrühstückt. Mittlerweile seht ihr ja, dass ich unterwegs bin und zwar hier in Hemer. Und dort ist das erste Denkmal an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Ich versuche mal hier in Hemer so ein paar schöne Ecken aufzugabeln. Momentan fällt es mir schwer, weil die Stadt ja sehr laut, sehr quirlig ist. Aber mal schauen, was sich so ergibt. Hier die Überbleibsel aus Landesgartenzeit oder Landesgartenschauzeiten. Mein Gott, wunderschön, diese Staudenbeete und auch hier dieser Wasserlauf. Das sind dann die schönen Ecken. So wie man mir heute Morgen auf dem Wohnmobilstellplatz sagte, ist das hier der alte Bahntrassenweg Richtung Menden. Den nehme ich jetzt erstmal ein kleines Stück, um hier Hemer ja, zu umfahren und dann gleich nochmal in die Stadt. Mich sträubt es irgendwie in die Stadt zu fahren. Das war heute Morgen schon so wuselig, das erste Stück. Die Leute so aggressiv in den Autos gefühlt. Aber das ist nur mein subjektives Empfinden, das muss nicht so sein. Also dieser Bahntrassenweg rollt runter Richtung Menden, aber immer parallel zur Hauptstraße oder Bundesstraße. Ich werde gleich doch mal einen anderen Weg einschlagen. So, ich bin jetzt aus Hemer raus. Das ist mir echt zu wuselig. Die sind alle am Hupen und am Machen. Das hat für mich keinen Wert. Ich fahre jetzt hier Richtung Sauerlandpark. Und da gibt es garantiert einiges mehr zu genießen. So wie hier zum Beispiel dieser kleine Wasserlauf schon. Wesentlich angenehmer hier. Man fährt an diesen alten Gehöften vorbei. Auf der linken Seite ist ein Wasserlauf. Man riecht den Duft von den Kastanien, die hier blühen. Besser, besser, besser. Oh, und ein Minion in Autoreifenform. Seht ihr das? Ich finde die Minions gut. Also Hemer liegt definitiv in einem Tal. Also für ganz Ungeübte empfiehlt sich hier definitiv ein E-Bike. Weil wenn man aus Hemer raus will, geht es überall, ich sag mal so mindestens 10-15% Steigung hoch. Aber es ist immer wieder schön, wenn man dann oben ist. Also wenn mich nicht alles täuscht, müsste da drüben das Felsenmeer wieder sein. Ich bin gestern aus der anderen Richtung gekommen, daher bin ich mir da nicht so ganz sicher. Aber es sieht erstmal danach aus. Also es war nicht das Felsenmeer, sondern hier ist Park der Sinne. Aber sieht halt alles auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Man erkennt es erst anhand der jeweiligen Projekte, die da umgesetzt wurden. Es war doch das Felsenmeer. Hat meine Orientierung mich doch nicht ganz verlassen. Da ist zwischen Felsenmeer und diesem Parkplatz noch so ein Stück angegliedert gewesen. Und zwar bin ich da gestern auch hergekommen, wo diese Aussichtsplattform war. Da gegenüber beim Rausgehen hat man ja so ein Tor gesehen. Das war der Bereich. Dann werde ich jetzt mal hier rüber und rechts dran vorbei. Da sah es nämlich gestern auch so aus, als wenn man da schön hochfahren könnte.
dort eine mehrschichtige Ente. Dadurch, dass da gerade Leute neben stehen, habt ihr vielleicht eine Vorstellung, wie groß sie ist. Ich würde sagen, so gute 4 Meter in der Höhe. Das ist jetzt das Areal, was man hier so befahren kann. Und ich hoffe, wenn ich irgendwo mal da so Richtung Waldrand bin, dass ich dann auch dieses Schloss in der Entfernung sehe und vielleicht da auch noch rüberkomme. Ansonsten hier erstmal so eine Streuobstwiese. Da haben sie es hier echt mit den Früchten. Finde ich aber auch gut. Ist ja auch für die Insekten ganz wichtig. Und für uns. Ansonsten muss ich sagen, es ist sehr warm heute, dadurch, dass ich so spät losgekommen bin. Und zwar erst gegen 10. Ganz untypisch für mich. Bin auch heute Morgen wie immer so kurz nach 5 wach gewesen. Aber ich habe gestern Abend eine Riesenportion Nudeln mit Sauce Bolognese gegessen. Und noch 2 Gläser Wein dabei. Und war heute Morgen so träge, dass ich echt noch mal schlafen konnte. Und das habe ich dann mal genutzt. Ja, hier ist jetzt auch der Turm noch mal schön zu sehen, wo ich gestern keine Tickets für kriegen konnte, weil es zu spät war. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das noch will. Ist ähnlich aufgebaut wie der Möhneturm und Lörmecker Turm. Und Aussicht habe ich auch so noch. Und jetzt mal ein kleiner Zwischenstopp bei den 3 Schönheiten hier. Echt schöne Tiere. In diesem Bereich fällt es richtig auf, dass das mal ein alter Standortübungsplatz war. Aber ist ja gut, dass sie wenigstens jetzt was draus gemacht haben. Und es muss ja auch nicht immer alles perfekt sein. Hier steht nochmal erklärt der alte Übungsplatz Abricke. Und zwar hier am Panzerberg. Wurde durch die Nordrhein-Westfalen-Stiftung und die Stadt Hemer Ende 2007 zum größten Teil zu einem Naturschutzgebiet umgestaltet bzw. erstmal erworben. Das Gelände soll aber weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Und dafür muss man sich an einige Regeln halten. Da der Panzerberg bietet mit seiner vielfältigen Struktur aus Tümpeln und Hügeln gepaart mit Flachgründigkeit des Bodens vielen Pflanzen und Tieren ein Zuhause. Verschiedene geschützte Frösche, Molche und Kröten sind von diesen Gewässern abhängig. Seltene Libellen finden hier ebenfalls optimale Bedingungen, denn ihre Larven verbringen dort je nach Art bis zu 5 Jahren. Dann hoffe ich mal, dass ich davon einiges entdecken kann. Das sind alles Sachen, die mich auch interessieren. Schaut euch mal diese Weite an. Da hinten sind, glaube ich, Auerochsen. Und das können die hier alles frei nutzen, sich frei bewegen. Also hier standen jetzt keine Wege, dass das eine Sackgasse ist. Es gab eine Alternative rechts rum, aber keine Schilder. Ich schau mal, das sieht aus wie ein Steinbruch. Könnte ja auch interessant sein. Es ist ein Steinbruch. Und gut sehen kann man das gerade, weil ich hier auf diesen Haufen geklettert bin. Da geht noch ein Trampelpfad, den werde ich aber nicht nehmen. Ich werde noch mal umdrehen und dann da hinten diese kleine Weggabelung nehmen. Das sind ja nur ein paar Meter. Aber eine herrliche Landschaft. Seht ihr das? Da kommt ein Aussichtsturm. Und was muss der Markus machen, wenn so ein Aussichtsturm kommt? Rauf! Da kann ich nicht anders. Vom Weiten sieht das immer alles so toll aus. Aber hier ist es wieder so ein bisschen baufällig eingezäunt schon. Wahrscheinlich auch wegen dem Steinbruchgelände, dass man hier nicht rüber soll. Was anscheinend viele machen. Da kommt schon wieder ein Auto. Hier fahren nämlich viele Autos durch. Also das irritiert mich immer so ein bisschen. Deswegen habe ich das Fahrrad gerade extra an die Seite gestellt. Aber muss wohl so sein. Oh, geht hier ein schönes Lüftchen.
Ja, jetzt hat man nochmal einen richtigen Blick hier über den Steinbruch und in die Ferne. Nicht schlecht. Mittlerweile habe ich auch die Beschilderungssysteme hier verstanden. Wenn hier so ein Holzklotz mit einem Fähnchen liegt, sind da unten Pfeile. Und die zeigen auf jeden Fall die Richtung, wo es hingeht. Warum einer rot, einer blau, erschließt sich mir bis jetzt noch nicht. Weil hier könnte man jetzt ja theoretisch auch links, aber die Pfeile zeigen beide in die Richtung. Dann mache ich das doch mal. Hier war jetzt gerade beides möglich. Jetzt hat der rote Pfeil geht links rum und der blaue geht rechts rum. Ich folge jetzt mal dem blauen und schaue, ob der da mit dem roten wieder zusammenkommt. Oder ob das hier nach Schwierigkeitsgrad vielleicht aufgeteilt ist, dass die eine Strecke weniger Steigungen hat. Deswegen nehme ich blau, weil ich denke, blau ist einfacher als rot. Okay, blau geht in eine ganz andere Richtung. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich oben bin, ob das noch mit meiner Vorstellung passt, weil ich eigentlich genau entgegengesetzt wollte. Aber mal schauen. Hatte gerade die Gelegenheit, da zwei Wanderer zu fragen. Also der blaue Pfeil führt Richtung Parkplatz zurück. Wo der rote hinführt, wussten sie selber noch nicht. Aber ist ja schon mal ein Hinweis für mich, dass ich definitiv rot nehme. Weil zum Parkplatz will ich ja nicht. Ich muss für die nächsten Runden meine Picknickdecke einpacken. Weil hier könnte man jetzt echt mal so ein halbes Stündchen sich hinflezen. Und einfach diese klasse Natur genießen. Das ist das, was ich vorhin mit der Beschilderung meinte. Also man könnte jetzt hier geradeaus oder den Weg, den, von da bin ich gekommen. Aber auch da geht es nochmal schräg rüber, da geht es nochmal weiter. Also irgendeine Ausschilderung wäre nicht verkehrt. Ich richte mich jetzt einfach mal nach meiner Nase. Da geht ein schöner Trail im Wald runter. Aber recht ruppelig, so wie der aussah. Und da geht es richtig schön hoch. Also werde ich den Weg nehmen. Müsste auch so die grobe Richtung sein, die ich so anvisiert habe. Und wenn nicht, war es eine schöne Tour. Eine herrliche Fernsicht. Aber der Hügel hier war alles andere als herrlich zum Hochtrampeln. Das geht hier in drei Richtungen so. Das war wahrscheinlich auch so eine Übungsstrecke hier anfahren am Berg oder so. Ich habe keine Ahnung. Hinter mir ist auch gerade auf der anderen Seite ein LKW gekommen, der das Holz da unten abholen will. Aber der muss gerade noch was an seinem Auflieger machen. Deswegen hört man wahrscheinlich das Tackern im Hintergrund von dem Diesel. Ich bin von der Richtung her viel zu weit nördlich. Ich muss noch ein ganzes Stück Richtung Osten. Von hier sieht man das noch nicht mal, wo ich hin will. Aber ich schau mal. Ansonsten bisher jeder Meter hier die Qual wert gewesen. Keine Gnade für die Wade. Ja, da fährt er runter. Und das geht schon ordentlich runter, also gleich hier hoch muss er ganz schön Power haben. Hier ist wieder so ein Punkt, wo man richtig Wald und Natur riecht. Man sieht auch, dass es hier nicht so stark benutzt wie die anderen offiziellen Wege. Wobei das immer noch ein offizieller Weg ist. Also ich bin jetzt hier nicht vom Weg ab, weil Naturschutzgebiet, das hatte ich ja vorhin vorgelesen, dann halte ich mich auch dran. Hatte gerade noch einen E-Biker getroffen, der auch sagte, Steigungen rauffahren, super, aber runter schiebe ich lieber. Muss ich immer ein bisschen schmunzeln, aber ist ja richtig. Wenn man kein gutes Gefühl hat bei irgendwas, sollte man es lassen. Und das ist ja teilweise ja auch Gefälle. Ja, aber ich muss, wie gesagt, die Richtung jetzt erstmal wechseln, sonst wird das nichts. Und hier sind ein paar Mähdrescher. Schön. Das Ganze ist hier jetzt nicht abgesperrt gewesen. Ich guck mal. Man kann hier auch einen höher, muss ich nur so 10 Meter eben zurück. Das mache ich dann, damit ich die Schafe dann nicht irritiere. Schaut euch mal das Umland hier an. Ah, jetzt kommt gerade der Busch. Aber ich muss nachher echt gucken, wie ich zurückkomme und woher vor allen Dingen.
Aber dieser alte Truppenübungsplatz hier, da kann man sich echt lange drin aufhalten und genießen. So, mittlerweile habe ich dieses Panzergelände verlassen und fahre jetzt mal hier in diese Richtung, Richtung Ortschaft, weil alle anderen Wege führten letztendlich wieder zu dem, ja, zu dieser Riesenente zurück, die ich vorhin gezeigt habe. Und da will ich ja noch nicht hin. Ich bin jetzt gerade mit 55 Sachen, wie ihr hoffentlich gerade da erkennen könnt, hier runter nach Riemke ins Tal gebrettert und muss sagen, das Fahrrad ist sowas von spurstabil. Mal gucken, wie es auf einer richtigen Reise ist, voll bepackt, aber die 55 fühlte sich echt noch angenehm an. Macht vielleicht doch der Stahlrahmen. Also dieses Örtchen Riemke kann ich euch nur ans Herz legen. Von wunderschönen alten Fachwerkhaus renoviert bis renovierungsbedürftig. Top Neubauten dazwischen. Alles dabei. Ansonsten gibt es hier nichts. Aber es hat einen ganz besonderen Charme, dieses Örtchen, finde ich. Ganz besonders gefällt mir persönlich das Haus, wo ich gerade drauf zufahre. Ich war hier gerade schon, ich fahre nur noch mal zurück, weil ich es so schön fand. Ganz einfach, klein, aber fein. Noch die Weinflasche mit zwei Gläsern auf dem Tisch, wahrscheinlich von gestern Abend. So stelle ich mir das perfekt vor. Ja, jetzt von Riemke runter ging es noch mal ein bisschen flotter mit 60,61 km/h. Jetzt bin ich hier, ich glaube, das ist die Hönnetalstraße und da gibt es leider keinen Radweg mehr. Und zu diesem ominösen Schloss oder Burg auf dem Felsen gibt es auch keine weiteren Wege. Hier in Riemke, die Richtung passte, aber es endet halt alles vorm Wald. Jetzt könnte ich nur hier die Hauptstraße weiter runter, bin mir aber nicht ganz schlüssig, ob ich das wirklich will. Da ich die gestern mit dem Auto gefahren bin und das alles andere als angenehm ist für Radfahrer, da es keinen Seitenstreifen gibt und auch keinen Radweg oder sonst was. Mal sehen. Hier kommt jetzt der Ortsteil Brockhausen oder die Ortschaft Brockhausen. Da stand unten an der Hauptstraße, dass es einen Italiener gibt. Und wenn dem so ist und ich da bedient werden sollte, ohne irgendwelche Corona-Tests oder sonst was, werde ich mir da mal einen schönen Thunfischsalat einverleiben. Wie ihr seht, habe ich wohl kein Glück. Es ist alles geschlossen. Ah ja, geht's weiter. Hier in Brockhausen gibt es auch so ein schönes Ehrenmal. Vorhin hatte ich nichts mehr zu trinken und heute mit der Sonne brauche ich doch ein bisschen mehr und in vielen Steigungen waren zwei Herren vor der Tür, so mein Alter würde ich sagen, mal einmal gefragt, wie es denn ausschaut, ob ich mal eben meine Flasche auffüllen lassen könnte. Ja, kein Problem. Und schon kam ein super Gespräch, der eine auch Radfahrer mit dem Gravelbike. Und wie toll das ist, wenn man noch mal Rücksicht nimmt und was es hier für schöne Ecken gibt. Und zack, war schon wieder eine gute halbe Stunde verquatscht. Der hat mir für morgen noch einen schönen Tipp gegeben, wo ich fahren kann, was ich dann auch machen werde. Und wenn man so ins Gespräch kommt mit den Einheimischen, ist immer vom Vorteil. Und in dem Gespräch haben wir auch festgestellt, warum die Pizzeria zu hat. Montags ist Ruhetag. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da unten ist die Hauptstraße, die ich jetzt umfahren werde. Und zwar hier über Deilinghofen. Ach ja, was ich gar nicht gesagt habe. Ich habe ja mit den beiden gesprochen gehabt. Und zu diesem Haus, Hof, Schloss, Anwesen, wo ich hin wollte, was auf dem Felsen oben ist, führt nur ein Privatweg. Und die sind wohl weniger begeistert, wenn man da reinfährt. Also es gibt nahezu keine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen. Ich werde mal versuchen, wenn ich von
unten irgendwie in das Hönnetal komme, was auch ein bisschen schwierig ist, weil es keine Radwege gibt, da zumindest mal ein schönes Bild zu machen. Irgendwann in einem der nächsten Videos. Wenn man den Brockhauser Weg runterkommt, endet die Straße direkt vor dieser Kirche hier, die schon sehr massiv wirkt, wenn man so hier runterkommt. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder an der Ente. Die Runde hier war sehr schön. Bisschen schade, dass ich zu diesem Objekt, wo ich hin wollte, nicht hin darf. Aber ist ja auch jedermanns Recht, sein Eigentum der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Ich hätte es schön gefunden. Ist jetzt nicht so, finde ich nicht dramatisch, aber schade. Und werde das Video jetzt hier beenden, da ich mir die Innenstadt Hemer jetzt an einem Wochentag, glaube ich, schenke. Erstmal ist es mir dazu voll, zu quirlig und zu laut gewesen. Und das muss ich mir ja nicht antun. Vielleicht gehe ich noch mal zu Fuß irgendwie runter und wenn mir danach ist, filme ich was. Und wenn nicht, dann nicht. Dann war's das. Ich hoffe, dieses Video hat euch erstmal gefallen, von diesem ganzen Umland, diesem alten Truppenübungsplatz, den Orten rundum. Und ich finde es auf jeden Fall alles sehr sehenswert. Nur noch mal zum Verständnis, ich bin jetzt im Grunde dort über den Hügel gekommen. Einmal diese ganze Runde hinten über diesen Hügel, über den Berg, dann so rum, da oben über den Hügel und dann wieder hier runter zurück Richtung Hemer. Naja, wie schon gesagt, das war's. Macht's gut, euer Markus.